Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei die prima Ballerina, der Redstone-Fanatiker, der zur Redstone-Torch wurde, der Crazy. Hey, keine Anspielung auf mein Real Life. Ja, ja, warten. Servus. Stimmt doch, oder? Ja, es stimmt, mein Gott, aber. Ja. Also, wenn ich es jetzt nicht vergesse, habe ich jetzt genau hier ein Bild eingebaut von dem Crazy. Das willst du nicht trauen. Ne, das war ich auch nicht ohne Zustimmung. So, auf jeden Fall, erstmal. Man soll es vergönnen, wenn der liebe Crazy nebenbei noch was am Trinken ist, dann musst du sich noch ein Bier aufmachen. Genau wie ich gerade. Ja, ne? Schön, ist Alkoholiker. Ja, klar. Erstmal schön beim Aufnehmen eine schöne Flasche Kölsch. Alter. Wenn du das hier sagen würdest, du. Das wäre dein Todesurteil, ne? Sorry, ich bin kein Kölsch-Fan. So, ja, solange du kein Alt-Fan bist, ist das gut. Jetzt sag nichts Falsches. Ich hab's noch nicht mal mitbekommen. Gut. Also, ich bin gestern frisch aus dem Urlaub gekommen. Frisch von Le Teneriffa. Leider. Ja. Arschloch. Und es war geil. Es war einfach nur noch geil. Ja, wir haben es ja in der Gruppe mitbekommen. Ey, das war das Geilste, als ich meinen Chef wieder getroffen habe. Legst du dich kurz schlafen? War ein Bett dabei? Dann sag mal, du hast ein Bett. Ich mach mir schnell eins. Alter. Mein Bett müsste, glaube ich, noch oben sein. Alter, wenn genug wurde, nimm dir eins mit. Ach nee, ich bin ja gestorben. Auf jeden Fall. Das Geilste überhaupt. Ich komme bei der Arbeitsstelle an, geht er also gerade den Gang ein bisschen runter. Das ist nämlich so eine Garage, da haben die sich die Firma eingebaut. Was passiert? Mein Chef guckt, sieht mich, macht gigantische Augen. Das Erste, was ich höre. Ay, Dios mio. Also übersetzt, ach du meine Güte. Und ich denke mir nur, jupp, der hat mich wiedererkannt. Der hat mich gesehen. Glaube ich weiß genau, was sich der Chef in dem Moment gedacht hat. Ey, was denn? Nicht schon wieder der. Weißt du, was das Geile war? Der hat mir vorgestern, hatte ich den nochmal besucht, zum Abschied nochmal. Der hat mir eins gesagt. Wenn ich jeweils arbeiten möchte, ich kann gerne bei Ihnen anfangen. Also ich brauche nur noch Unterkunft und Flug und ich hätte diese Stelle sicher. Nein. So. Also wir machen das heute auf jeden Fall ein bisschen Hausbau. Er macht unten seinen SN-Keller mal ein bisschen fertig. Das ist kein SM-Keller. What the fuck? Naja, es ist dunkel da, schwarz teilweise. Man hört dann nur Schreie. Und du ergötzt dich an dem Leiden von anderen. Du willst die Mobfarm doch später auch benutzen, oder? Ich hab sie heute schon benutzt. Also sei du mal bitte ruhig hier, ne? Ey, mein Server, meine Sprüche. Ich kann ja auch gehen. Ich hab gesagt, mein Server meine Sprüche. Nicht mein Server meine Regeln. Ach, sind es meine Regeln? Ja, das hab ich auch nicht gesagt. Mann. So, und jetzt noch einmal. Sollte sich jetzt noch irgendeiner beschweren, dass hier viel zu wenig Abwechslung in dieser Playlist drin ist. Ich habe jetzt 51 Lieder drin. Und wenn sich jetzt noch irgendeiner beschwert, da kann mir ganz. Hier höre ich mal eine Stelle knutschen. Warte mal, wie lang ist durchschnittlich ein Lied? Circa 3 bis 4 Minuten. Okay, dann passt's. Ich hab jetzt auf den gesamten Flug nach Teneriffa, ich hab die Playlist auch runter und rauf gehört. Ich hab's kein einziges Mal geschafft, die Playlist zu Ende zu hören. Nein, sobald mal. Ich glaube, es waren 31 Lieder in der Playlist hat. Kann man die Playlist so oft wie möglich hören. Man hat nie irgendwie das Gefühl, dass man einen Song nicht mal abhaben kann. Jut. Ja, sprich. Du kannst zwischen, wenn du einen Song dauernd hören willst, musst du dazwischen nur 31 andere Songs hören und du kannst den Song für immer hören, ohne dass du ihn je hassen wirst. Es ist bei mir anders, ich kann jeden Song 1000 Mal hören und dazwischen hasse. Mir eigentlich auch. Das war eine Spitzhacke, ich brauche eine neue Spitzhacke. Spitzhacke. Sitz.
Komm, kann die Melone noch hier rein. Ach, hier ist noch eine Eisenspitzhacke. Brauchst du Eisen? Nein, wir haben auch hier oben noch Eisen genug. Ja, ich habe auch noch ein bisschen. Ja, ich hab's gesehen. Alter. Als hättest du die ganze Zeit durchgefarmt. Ganz ehrlich, ich habe hier nur das Quadrat ausgehoben, ne? Ja. Oh oh. Hab ich nicht gemacht. Das sieht gerade scheiße aus. Ah ja, ich schau noch nebenbei noch gerade in dem Livestream vom Problems IRL den ehemaligen Weltrekordhalter in The Binding of Isaac Afterbirth, also Speedrun. Und der ist gerade kurz davor, einen Weltrekord zu brechen und das schaue ich mir natürlich an. Also sorry, aber das muss ich mir geben. Es ist Pflicht. Es ist echt so. Auch wenn du kein Isaac-Fanatiker bist. Ja. Aber ich kann es verstehen. Du kennst auch Dark Souls, ne? Ja. Was du immer spielst, alles in Spannung? Nein. Alles in Spannung im Gegensatz zu... Mir fällt das Spiel nicht mal ein. I Wanna Be The Boshi? Ja. Dann ja. Okay, also jetzt gleich wird es lustig. Dosh versucht ein paar Aspekte hier reinzubauen, also kein Asbest-Aspekte. Aber Asbest tötet dich. Alter, es fängt schon wieder an, ne? Ja. Wie schaffen wir das immer? Fuck. Alles klar, so schaffen wir das also. Gut zu wissen. Nein. Weißt du, ich sehe ein Spinnennetz vor mir. Was mache ich? Ich laufe genau rein. Ja. Und da runter mal Lava. Ich hab's noch rausgeschafft. Alles klar. Schade. Ja. Ich hab mich jetzt auch auf meinen dritten Tod gefreut. Gut. Na, das war ja jetzt sehr elegant. Das wäre sehr intelligent und klug. Okay, hier haben wir noch, das können wir auch rausnehmen. Glaubst du, wir können das heute bei dir mal zeigen? Ja. Gut. Was hältst du davon, wenn wir auch heute schon einen Verzauberungstisch aufbauen? Ja, können wir machen. Also ich brauche heute auf jeden Fall eine Dia-Hacke. Dia-Hacke ist ja kein Thema. Obsidian haben wir schon, ne? Wir haben noch nicht mal eine Dia-Hacke. Also, ich dachte, du hättest eine in der Truhe gefunden. Nein, nein. Da habe ich nur einen Notch Apple gefunden. Ja, den werde ich gleich mal verknuspern, den habe ich ja im Inventar. Ah, nein, ich habe schon nachgeschaut, den habe ich noch. Verdammt. Ich habe jetzt gerade außerdem noch ein Bett abgebaut, ich weiß nicht, wessen das war. Ah. Oh, die Axt ist kaputt. Okay, ich brauche eine neue Axt. Stiggies hatte ich eben noch gesehen, jawohl, hier. Alter, ernsthaft? Was? Ich habe wieder einen Spinnspawner gefunden. Lieber Sweet Digger, sag bitte einmal den Kommentar, Cheater. Sorry, aber Soundplay, you know? Ah, man konnte doch auch so Treppen, konnte man die nicht noch aufrechtstellen? Ja, verdammt. Also, ja, weißt du, wie ich das meine? Ja. Ich glaube, das geht noch. Boah, das Bett. Ich habe jetzt einfach mal gerade beide Betten abgebaut. Mich würde es eh nicht jucken, weil ich eh nicht mal da bei dir bin. Ja, ja. Ah. Na? Ganz ehrlich, ich finde hier nie wieder raus, ne? Ja, das würde ich schon schwer hoffen. Also ich meine, ich habe auch heute nicht bei dir rausgefunden, ich habe ihn einfach hochgebaut. Hast du dich hochgebaut? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich merk's. Alter! Wäre vielleicht mal ein Ausweg gewesen. Ne, ich krieg das nicht hin, ne? Den Asbest einzupflegen oder was? Ja, so ungefähr. Wenn man das so machen würde... Ja, das war jetzt sehr intelligent.
Oh, das kann man mal lassen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Man gar nicht mal so schlecht, meine ich, das sieht unglaublich scheiße aus. Applaus für Dorsch. Yay! So, hier eine Fackel, hier eine Fackel. Hier wird alles abgefackelt. Oder was? Abfackeln, abfackeln, ab. Abfackeln, abfackeln, ey, ey, ey. Was Dorsch, geniale? Brenn, brenn, Dorsch, brenn. Geniale war ja auch auf Teneriffa. Ich hatte mich ja wirklich mal dran versucht an so einem Vlog. Weiß ich, wie lange es gehalten hat? 3 Minuten? Nee, nee, es ist bis zum 4. Tag habe ich es geschafft. Dann an dem Tag waren wir im Loro-Park und ich denke mir nur, hast du nicht irgendwas vergessen, was du da machen wolltest? So wichtig kann es nicht gewesen sein. Und ich habe bis zum Ende von Teneriffa keinen einzigen Vlog mehr gemacht. So kenne ich dich. Ich habe es einfach komplett verpeilt. Boah, ich komme immer noch nicht auf die Geschwindigkeit von der Maus klar. Oder generell auf die Maus. Neue Maus? Ja, ja, ich hatte jetzt eine Gaming-Maus. Ah. Moment, ich hab die Rocket Tycoon, bla bla bla. Warte mal. Ne, ich hab die Rocket. Rennen XTD. Gesundheit. Nein, oh. Nein, fick dich, fick dich, fick dich, Stirb. Fick dich. Stirb, die, die. Oh. Du greifst mich dreimal an und schaffst nicht, mich zu vergiften. GG, well played. GG. Oh mein, Alter. Alter, ist das ein gottverdammter Cheater. Der hat einfach mal gerade, Portman's ILL hat das beste Item direkt am Anfang gefunden von einem neuen Run. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn für sein gottverdammtes Glück. Ich brauche ein Eisenschwert. Ich brauche ein Eisenschwert. Ich brauche ein Eisenschwert. Ah ja, ich werde auch wahrscheinlich hier in diesem Projekt 2 weitere, oder kann man 3... Ich schätze mal, das wird auf 3 hinauslaufen. 3 Projekte anteasern. Wieso? Nichts. Also 2 kann man in der Musik raushören, wenn man sie kennt. Und 1 wird irgendwann gebaut. Aber da wird auch hoffen, dass es noch klappt mit Lizenz und so weiter. Also Genehmigung. Ich befürchte nämlich, dass das nicht klappen wird. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Ja, ich muss Square Enix anfragen. Dann nicht. So, ich finde, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus bisher. Und da ich jetzt schon wieder weiß, dass so ein gewisser Herr Stritiger! Wie viele Trommelfälle sind hier geplatzt? Keins. Och Manu. Bei dem Namen kann ich mir schon ungefähr eine Lautstärke vorstellen. Das ist nicht böse gemeint. Das ist komplett böse gemeint. Was hast du jetzt gesagt, nicht ich. Ey, ich erinnere dich an das, was du vor der Aufnahme gesagt hast. Also Streetiger hasse ich ja wie die Pest. Ich hoffe, der krepiert in der Hölle. Warum sollte ich das gesagt haben? Das hast du eben noch gesagt, Christian. Jetzt Ja. Jetzt stell mich nicht als Arschloch da. Aber du mich, ne? Wieso? Ich sag doch nur, was du gesagt hast. Ja. Als ob ich sowas sagen würde. Sag mal deine Koordinaten. Minus 14.400, minus 3.330. Schreibt ihr mal bitte im Chat, die sind zu lang. X minus 1, 4, 4, 3, 6. Also ist eine 2. Z minus 3, 3, 3, 2. So. Zicke. Es ist gerade Nacht, dann kann ich die Betten wieder aufstellen. Und das kann ich auch nochmal bestellen.
Ich habe jetzt aber so ein. Kannst du mal schaffen gehen? Oder ich lieg schon. Ich also. Lieg schon. So. Ist danke. Männlich. Okay. Dann kann man hier so einen Gang machen. Ah, jetzt brauche ich doch die Öfen. Verdammt. Nicht. Nehmen wir mal eine halbe Sekunde. Okay. Hast du jetzt eigentlich schon deine Folge da aufgenommen, oder? Nein. Okay. Also es wird bald bei mir auf dem Kanal eine Folge vom lieben Crazy geben. Der ist ja gerade unten da munter am Bauen von seiner Monsterfalle. Aber davon wird es nicht das Video geben. Nicht? Nee. Hast du dich jetzt doch entschieden, was du machst? Die Monsterfalle ist was Kleineres. Ich werde wahrscheinlich irgendwas Größeres machen. Okay. Also sein Projekt machen wir auf jeden Fall zusammen. Also die Beacons meinst du jetzt? Das sowieso. Meint jetzt eigentlich die Eisenfarm. Also. Weil da habe ich keine Lust, die 700 oder 800 Hürden alleine zu setzen. Ja, das ist kein Ding. Die Farm hat... Du, die Farm wollte ich eigentlich alle generell zusammenbauen, ne? Dass wir die Aufnahme haben. Ja, das dauert halt nur ewig, das sag ich dir gleich. Das ist mir scheißegal, noch mal eine Speed-Up-Folge raus. Okay. Das sieht sehr schön aus. Ja. Christian, welches Level hast du eigentlich? Was, wie? Level du haben? 28. Oh, cool. Wieso? Ich hab gleich Level 30. Ich auch gleich. Ja, dann brauchen wir nur noch Versorgungsstation, dann können wir uns auf die Fresse hauen. Also was wir auf jeden Fall später mal machen müssen, ist hier so Mending Farm. Oh ja. Ah ja, ich hatte jetzt auch schon eine Idee, wie wir das Haus ungefähr bauen könnten. Hast du dir schon erzählt? Nein. Bisher noch nicht, nein. Also das ist, glaube ich, eine der geilsten Ideen, die ich hier jetzt hatte. Diese Hütte hier... Oh. Kann nicht gut werden. Das kann nicht gut werden. Diese Hütte hier bauen wir erstmal nach oben hinaus. So eine Art Wolkenkratzer, hatte ich gedacht. Und nach unten. Und unten bauen wir mehrere Zimmer, so im Hotelbereich, sag ich jetzt mal. Und zwar die Zimmer um einen Park herum. Unter der Erde. Soll ich davon ein Timelapse machen, wie ich es aushebe? Das machen wir zusammen, das Ausheben. Okay. Also nur zur Info, gerade läuft wieder ein Lied von den Teasern. Ich hab ja mal ein bisschen lauter gerade gemacht. Ich hab ja kaum was gehört. Beziehungsweise ich. Okay, wo ist... Achso, die Workbench ist im Inventar. Nee. Wo zum Glück kommt der Zombie her? Aus deinem Anus. Hast du es gesagt? Ja, weil es auch stimmt. Ja. Ja, hallo, erst wirst du in dem Street und belügst ihn. Und was weiß ich noch alles? Doch, spiel dir was weiter ein. Oh, scheiße. Oh, gut, dass ich nochmal gerade rechtzeitig nachgeschaut habe. Ich habe gerade nämlich noch eben, als ich hier klein gemacht habe, habe ich vergessen, OBS offen zu lassen. Ja, die Folge geht ja auch gute eine halbe Minute circa. Okay. Wie lange kannst du eigentlich heute? Ich sag's mal so. Ich hab Sturm. Du musst aber morgen arbeiten, ne? Ja. Als Arbeiten ist das geringste Problem. Also bis 12 bin ich ungefähr immer wach. Alles klar. Also ich schaff's dann auch am nächsten Tag noch aus dem Bett. Dann ist gut.
Dann hast du jetzt verkackt, mein lieber Freund. Gut, dann brauche ich morgen wieder 5 Kaffee. Dann nehmen wir heute mal ordentlich auf. Fuck. Und zwar, in der nächsten Folge geht es weiter. Bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.